herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe ein paar Neuerungen zu verkünden und dachte mir mal, ich mache aber auch noch ein nostalgisches Video. Man sieht es vielleicht schon im Titel. Ich habe keine Ahnung, welchen Titel dieses Video tragen wird, also keine Ahnung. Ich habe mir eine Website erstellt. Das hat lange gedauert und sie ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Weil jetzt im Nachhinein denke ich wieder so, oh, das könnte anders und das kann anders und das und... Naja, mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber ich dachte mal, ich verkünde das Ganze. Ganz simpel, samisart.de. Ihr könnt, also ich verlinke euch das unten, ihr könnt es aber auch einfach eingeben. Auch für die Faulen verlinke ich es einfach unten. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mal raufschaut und vielleicht mal in den Kommentaren hier. Oh, das wird schwierig, ne? Hier einen Doppellink öffnen und hier trotzdem noch Kommentar verfassen. Oh je. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht einfach nochmal ein Feedback da lasst. Und als ich diese Website erstellt hatte, wollte ich natürlich viele meiner alten Projekte vielleicht nochmal hochladen. Weil ich dachte so, ich habe meine Lieblingsbilder, die sind natürlich bevorzugt von den letzten ein, zwei Jahren. Und dann wollte ich natürlich so, oh, ich dachte so, ich habe ja noch ein paar Highlights eigentlich so von damals, 2014, 2015. Weil danach habe ich eine Zeit lang sehr wenig gezeichnet. Und dementsprechend sind da nicht so viele Bilder entstanden. Und ja, deswegen dachte ich so, Mensch, die Webseite ist so ein bisschen leer, ich brauche doch mehr Bilder von damals, dachte ich mir so. Und dann gucke ich so rauf und denke mir so, boah, nee. Irgendwie kann ich die Bilder doch nicht nehmen. Oder noch schlimmer, bei den Videos. Ich hatte nämlich eine Seite über mich gemacht. Unter anderem, neben meinen Zeichnungen, gibt es halt so eine Seite so über mich. Und dann habe ich was dazu geschrieben. Und unten habe ich so meine Cosplay-Bilder oder meine alten Shooting-Bilder verlinkt. Und die sehen ja eigentlich ganz vernünftig aus. Und dann gibt es eigentlich fast zu jedem Bild ein Video auf YouTube. Und das konnte ich halt alles verlinken. Also das heißt, wenn man auf den Button unten klickt, dann kann man ein Video öffnen. Und das habe ich alles miteinander verknüpft und verbunden. Und dann dachte ich mir so, krass. Das ist so mega. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Videos heutzutage mega geil sind oder sowas, aber es ist schon, glaube ich, eine Verbesserung sichtbar. Es fühlt sich so komisch und falsch an, jetzt zu sagen, ich habe mich verbessert. Guckt mal, wie das früher aussah und wie es heute aussah. Ich bin überhaupt nicht so der Typ dafür. Aber ja, letztendlich konnte ich oder wollte ich nicht so viel von meinen alten Sachen verwenden, weil irgendwie ich damit überhaupt nicht zufrieden war. Hm. Ja, wie seht ihr das denn eigentlich? Findet ihr die alten Sachen noch brauchbar? Oder sind die so YouTube-mäßig nicht mehr tragbar? Also ich werde die Sachen nicht löschen, aber ich bin schon alter Schinken, ne? Passend zu meiner Website habe ich mir auch gleich neue Visitenkarten drucken lassen. So sehen die aus. Haben sogar so einen leichten Effekt, also sie sind so ein bisschen matt. Und dann habe ich da so Silberelemente, wie die, zum Beispiel meine Unterschrift. Und das Ganze ist so glänzend, Metallic-Effekt nennt sich das Ganze. Ja, neue Visitenkarten. Ich hatte ja schon seit der letzten Convention, also seit anderthalb Jahren eine Visitenkarte. Aber jetzt nochmal ganz speziell zur Webseite und zu meinem Zeichnen. weil, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber ihr könnt bei mir Aufträge bestellen. Klickt einfach mal auf der Seite, weil hier auf diesem YouTube-Kanal seht ihr nicht, was ich alles zeichnen kann, weil ich nicht alles aufnehme. Aber wenn ihr da mal einen kurzen Blick raufwerft, ihr müsst ja nicht mal irgendwas bestellen oder sowas, einfach mal schauen, dann seht ihr, was ich so alles anbiete. Das sind Pastellbilder, Buntstiftbilder, Aquarellbilder, einmal total bunte Bilder mit Schwarzlicht sogar. Also schaut da einfach mal vorbei. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr gerne wieder zurückkommen und hier einen Kommentar da lassen oder auch mir dort eine Nachricht schreiben. Das ist nämlich auch möglich. Man kann mir da nämlich eine E-Mail schicken, eine Nachricht schicken und dann könnt ihr mir auch gerne da einfach Feedback lassen. Das ist sehr toll. Das ist toll, wirklich. Also das ist jetzt nicht Ironie, ne?
wer schon immer meine Zeichnungen gut fand, der kann die jetzt bei mir auch bestellen. Also individuell. Mit einem Fotomotiv eurer Wahl. Ich möchte auch demnächst öfters mal streamen. Bis jetzt habe ich das ja immer auf Instagram gemacht, aber ich würde gerne das Ganze mal auf Twitch probieren. Auch da verlinke ich euch einfach schon mal unten meinen Twitch-Account. Noch habe ich nicht gestreamt, aber das soll wie gesagt bald folgen. Zuerst war aber so die Website im Vordergrund und die Visitenkarten. Das hat alles so ewig gedauert. Als ich die Website erstellt hatte, ist mir aufgefallen, ich habe gar nicht so viele Bilder gehabt, die ich so zeigen konnte. Und deswegen dachte ich, na, ich zeichne doch schon seit über 10 Jahren. Da kann ich doch meine alten Bilder zeigen, so von 2014 und 2015. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich eigentlich nicht ganz so stark verbessert hatte. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und dachte mir so, nee. Ich habe die Bilder halt eingefügt. Neben den ganzen anderen Bildern, die jetzt noch relativ neu sind. Und es hat so rausgestochen, aber so komisch rausgestochen. Es sah so eigenartig aus, dass es bei echt nur so ein paar Bildern geblieben ist, die ich dann noch von 2014, 2015 eingefügt habe. Und ich dachte mir in diesem Video, wie wäre es mal, wenn wir ein bisschen, weil nur Webseite erzählen und Visitenkarten neu, das ist ja wohl langweilig für ein Video, dachte ich mir so, wir schauen uns jetzt gemeinsam ein paar meiner alten Zeichnungen an und sagen eventuell was dazu. Als kleine Einleitung fragt ihr euch bestimmt, wie lange zeichne ich, wann, wie hoch, wann habe ich angefangen. Ich habe 2008 angefangen zu zeichnen. Am Anfang waren es so Bleistiftbilder von meinem Lieblingsschauspieler oder auch mit Mitschülern. Und später habe ich dann digital angefangen zu zeichnen, vor allem so Avatar, Neytiri etc. habe ich, das sieht man immer noch auf meinem Kanal. Hier sind auch ein paar Bilder davon dabei. Und später nach dem Abitur habe ich dann, oder währenddessen irgendwie, habe ich Buntstifte bekommen, weil ich ja dann an die Designakademie wollte. Und dann musste ich noch ein paar Bilder erstellen und deswegen ja, das neue Medium dazu genommen, Buntstifte. Dann habe ich damit mich fast ausschließlich beschäftigt, bis irgendwann Aquarell ein bisschen dazu kam. Ich habe auch mal ein, zwei Mangas gemalt, also aber nicht großartig viel. Erst später, eigentlich vor gut einem Jahr, ja tatsächlich, habe ich viele Sachen neu angefangen. Ich habe mit Aquarell intensiver gemalt. Ich habe mit Copics jetzt intensiver gemalt. Ich habe jetzt mit Brush Pens intensiver gemalt. Mein Tablet entdecke ich gerade für mich. Auch das digitale Zeichnen wird dementsprechend wiederkommen, weil ich habe ein iPad Pro. Oh, ich liebe es so sehr, weil es ist einfach so genial. Allein das Schreiben in der Uni und das Malen. Man kann damit malen. Ich habe noch nicht wirklich was gemalt, aber man kann damit malen. Es ist so krass geil. Also ich glaube, da wird noch einiges auf euch zukommen, weil das Programm, was ich habe, ist Procreate. Und da kann man automatisch das, was man malt, aufnehmen. Hallo? Was ist das? Wie geil! Jetzt haben wir wieder zu viel gelabert. Jetzt gucken wir uns die Bilder an. Ich fange jetzt einfach mal irgendwo random an. So, das ist die Bild. Das Bild sieht echt eigentlich voll niedlich aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Bild noch habe oder ob ich das... Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber das war echt süß. Das war mit Aquarell gemalt. 2013, da habe ich ein bisschen versucht, abstraktere Sachen zu machen. Heute würde ich sagen, gefällt mir das gar nicht. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ja, 2013 wieder. Da habe ich die Augen gemacht. Da habe ich überlegt, ob ich das vielleicht nochmal neu machen würde. Also wie sieht das heute aus, wenn ich sowas mache? Oh, das ist einer meiner Lieblingsbilder. Dieses Bild habe ich leider nicht mehr. Aber ich fand das wirklich schön. Ich weiß nicht. Also ich meine, da habe ich das so leicht abstrakt gemacht, so wie ich das heute mache mittlerweile. Aber, boah, das ist ein Bild wirklich... Vielleicht sollte ich sowas Ähnliches nochmal machen. Aber das fand ich wirklich, 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 wirklich schön. Also das ist eins meiner Lieblingsbilder bis heute. Oh, das Bild werden vielleicht auch einige kennen. Vielleicht haben mich auch einige Leute durch diese Bilder auch kennengelernt. Das ist von 2012. Heutzutage male ich gar keine Menschen mehr mit Aquarell. Also ich muss es mal ausprobieren. Vielleicht kann ich es ja. Vielleicht sieht es auch gut aus. Aber bis heute habe ich das jetzt noch nicht gemacht.
Könnt ihr mal gespannt sein. Momentan male ich ja nur Tiere mit Aquarell. Aber vielleicht sollte ich das nochmal ändern. Jo, das war ein Bild, was mir echt fast den Nerv geraubt hat. Die Blumen da oben, ey, ohne Mist. Junge, Junge. Und ein bisschen schief ist es geworden, ne? Aber, naja, 2012, hallo? Da habe ich gerade mein Abitur beendet. Oh mein Gott. Ja, das war ein Geschenk für eine Freundin. Das war, ich glaube, eins meiner wenigen Manga-Bilder und gleichzeitig mit Copics gemalt. Ich habe meine Copics gekauft, 2-3 Bilder gemalt und danach nicht mehr verwendet. 5 Jahre haben diese Copics auf mich gewartet und jetzt habe ich sie ausgekramt und jetzt liebe ich sie und ich umarme sie jeden Tag. Ah, wieder ein Auge, diesmal von 2014. Ah, das sah schon irgendwie ein bisschen besser aus. Auch interessant, wenn ich mir jetzt so angucke, was ich da so im Hintergrund gemacht habe. Wäre wirklich vielleicht eine Überlegung wert, dass man da nochmal quasi eine Art Remake macht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ein Selbstporträt. Es ist mega, also man sieht es jetzt nicht, aber es ist mega detailliert so. An der Nase und bei den Augen ist es echt total schön. Die Augen sehen richtig, richtig gut aus. Und auch die Stacheln, die habe ich auch alle einzeln gemalt. Aber irgendwas stört mich daran mega. Das eine Auge ist höher als das andere, aber das kann auch in Real Life. Nee, das ist in Real Life wirklich so. Ich gucke gerade in die Kamera und ich sehe es direkt. Seht ihr es auch? Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Jetzt achte ich, oh Gott. Ja gut, das Bild macht eigentlich Sinn, wenn man das jetzt so sieht. Aber deswegen stört mich das Bild, weil das ist immer das Schlimme. Wenn ein Foto schon ein bisschen komisch aussieht, dann sieht es gezeichnet noch schlimmer aus. Ja, das ist eines dieser einer dieser besagten Digitalbilder. Die Unterschrift, was ist denn da passiert? Mein Gottes Willen, ich kann nicht schreiben. Ja, das war auch so ein Bild, da habe ich was Neues in Photoshop ausprobiert. Hat nicht ganz so gut geklappt. Ich wollte die Struktur im Gesicht haben. Ja, sieht irgendwie sehr fleckig aus, aber gut. Und die Unterschrift. Meine Güte, wie kann man mit einer Unterschrift eigentlich so viel verkacken? Also, wow. Oh ja, da habe ich Bibi gemalt und das war 2014. Das ist 5 Jahre her. Und ich dachte echt, ich habe mich seitdem nicht mehr verbessert. Das ist auch so ein Bild. Also der Schwanz der Katze ist so hinter der Katze. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das war eigentlich auch ein sehr cooles Bild. Das ist jetzt das Scannen und das Scannen sieht ein bisschen komisch aus. Aber in echt sah das gar nicht so, so mega kontrastreich aus. Also das Schwarz war wirklich schwarz und das Grau war halt dunkelgrau. Das sah halt echt viel besser aus. Oh Gott, ja. 2013. Hier seht ihr auch ein älteres Bild, 2011. Das sah irgendwie teilweise vernünftiger aus als manche andere Bilder, die wir jetzt schon gesehen haben. Eigenartig. Und das war wirklich hier mein drittes Porträt ever. Ja, das waren jetzt meine ganzen Bilder, also so ein paar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vielleicht seht ihr ja jetzt so einen kleinen Unterschied zu meinen jetzigen Bildern. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Also ich habe 1000 Ideen, aber vielleicht bevorzugt er was. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!